Willkommen in Offenburg zur dritten Paul Pietsch Klassik. Heute mal völlig anders. Alex, der normalerweise bei uns die Filme macht, ist heute vor der Kamera, denn er ist mein Beifahrer. Das kann spannend werden, denn er hat noch nie ein Roadbook gelesen. Mal schauen, wo wir rauskommen. Nachdem sich alle 106 startenden Fahrzeuge am Vortag einer gründlichen technischen Abnahme unterzogen haben, soll es nun losgehen. Und wir sind mit unserem Austin Mini Cooper S Baujahr 63 mit der Startnummer 64 im Team BMW Group Classic mit dabei. Der kleine Brite versteht sich als Replika des Original Monte Carlo Minis. Ein Name mit Klang. Mal sehen, ob ihm die großen Schuhe auch passen. Am ersten Tag liegen mit der Kaiserstuhl-Etappe mehr als 220 Kilometer und 5 Wertungsprüfungen vor uns Teilnehmer. Dabei verschiedene Zeit- und Wertungsprüfungen, von denen wir einige so richtig versemmelt haben. Dennoch lagen wir am Ende auf einem erstaunlichen 39. Platz in der Gesamtwertung und dem 10. Platz in unserer Klasse. Auf der zweiten Tagesetappe lief eigentlich alles perfekt. Unser Mini zeigte sich auf der fast 250 Kilometer langen Tour durch den malerischen Schwarzwald von seiner besten Seite. Und auch die 6 Wertungsprüfungen klappten wie am Schnürchen. Bis auf eine Prüfung in der Prüfung. Hier waren wir einfach zu gut für diese Welt. Man hatte uns für eine zeitgenaue Punktlandung auf einer Strecke von 100 Metern 15 Sekunden eingeräumt. Doch das erschloss sich uns zu spät. Wir absolvierten den Abschnitt in 10 Sekunden und kassierten dafür 500 Strafpunkte. Die Schwarzwald-Etappe ist die eigentliche Ehrerbietung gegenüber dem Rallye-Gründervater Paul Pietsch. Wir folgten sozusagen auf Paul Pietsch Spuren. Das allerdings nicht im Flüstermodus, denn unser Mini mit seinem kleinen Motor und Viergangschaltung wollte drehen und machte richtig Radau. Steile Passagen ließen sich nur nehmen, wenn gnadenlos auch der erste Gang zum Einsatz kam. Dann hatten wir ausreichend Drehzahl und unsere Ohren konnten sich am kernigen Lärm laben. Die Radaukiste war richtig bissig und ließ sich mit Heidenspaß durch die Kurven jagen. Eine Herausforderung der besonderen Art war auch das Innere unseres Minis. Weder gab es reichlich Platz noch eine anständige Lüftung oder Klimaanlage. Bei mehr als 30 Grad im Schatten musste mit jeder Sekunde im Stand geknausert werden. Ansonsten gab's Sauna-Feeling. Das war sie, die dritte Paul Pietsch Classics. Wir hatten irre viel Spaß mit unserem Mini, der bei uns ab sofort nur noch die Krawallnudel heißt, denn die Kiste macht einen Höllenlärm. Welchen Platz wir haben, wissen wir noch nicht, erfahren wir heute Abend und sind schon sehr gespannt. Am Ende reichte es in der Gesamtwertung für Platz 43 und das mit richtig viel Spaß.